warum ein Schwerbehindertenausweis für ein Erwerbsminderungsrentenverfahren so wichtig sein kann. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Oft wird behauptet, dass für einen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente eine Behinderung oder eine Schwerbehinderung nicht wichtig ist oder die Vorlage eines Schwerbehindertenausweises nichts dazu sagt, ob eine Erwerbsminderung oder Erwerbsfähigkeit überhaupt vorliegen kann. Auf den ersten Blick mag das vielleicht so stimmen. Denn bei einem Verfahren zur Feststellung der Behinderung geht es um die Festlegung eines Grades der Behinderung. Bei der Erwerbsminderung geht es um die Frage, liegt aufgrund einer Erkrankung zum Beispiel eine Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit vor. Also könnte man sagen, man kann Äpfel mit Birnen nicht vergleichen. Ja? Auf der einen Seite geht es um die Behinderung, auf der anderen Seite um die Erwerbsminderung. Aber das kann ja so nicht stimmen. Denn wenn wir uns nämlich den Paragraphen 43 SGB 6 anschauen, werden wir verwundert feststellen, dass eine Erwerbsminderung immer dann vorliegt, wenn der Versicherte aufgrund von Krankheit, und jetzt kommt's, oder Behinderung, nicht mehr in der Lage ist, mehr als 6 Stunden auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. Krankheit oder Behinderung. Und da staune ich natürlich als Anwalt, wenn ich dann immer höre, dass eine Schwerbehinderung oder eine Behinderung, wenn sie vorliegt, für ein Erwerbsminderungsrentenverfahren nicht hilfreich sein könnte oder damit nichts zu tun hat. Denn das stimmt so nicht. Eine Erwerbsminderung kann also sozusagen verursacht worden sein durch eine Behinderung. Deshalb muss die Feststellung einer Schwerbehinderung aus unserer Sicht, aus unserer Berufspraxis heraus, sehr wohl bei einem Erwerbsminderungsrentenverfahren berücksichtigt werden. Wenn also die deutsche Rentenversicherung oder das Gericht weiß, dass eine Schwerbehinderung vorliegt, dann muss hier die entsprechende Akte und der gesamte Vorgang in das Verfahren mit beigezogen werden. Wenn das nicht geschieht, stellt das aus unserer Sicht einen schwerwiegenden Verstoß gegen die Sachaufklärungspflicht dar. Denn in den Behinderungsakten stehen doch oftmals Dinge drin, die wir gar nicht im Erwerbsminderungsrentenverfahren zu sehen bekommen, die möglicherweise auch hilfreich für unser Verfahren sein können. Deshalb müssen wir dort einen Blick hineinwerfen und müssen gucken, welche Krankheiten haben die Behinderung verursacht und welche Auswirkungen hat genau diese Behinderung auf ein Erwerbsminderungsrentenverfahren. Deshalb ist es aus unserer Erfahrung ganz, ganz wichtig, die Erkenntnisse über die Behinderung oder Schwerbehinderung in einem Erwerbsminderungsrentenverfahren mit zu verarbeiten, mit heranzuziehen. Aber immer nur dann, wenn sie auch wirklich für den Versicherten von Vorteil sind. Also einfach zu sagen, ich nehme das alles raus und gebe das dem Richter, das wäre natürlich falsch, das muss man vorher erstmal sich genauer angucken. Daher unser Tipp, die Unterlagen über die Feststellung der Behinderung oder Schwerbehinderung einsehen, prüfen, alles was an medizinischen Daten und Details in den Akten steht. Wenn Lücken im Rentenverfahren, also im EM-Rentenverfahren vorhanden sind, dann mit den Daten aus diesen ganzen Akten vergleichen und gucken, was los ist. Sind die Erkenntnisse positiv, dann sollten sie im Erwerbsminderungsrentenverfahren auf jeden Fall berücksichtigt werden. Denn es gibt bei uns einen Grundsatz, der heißt prüfen, prüfen und nochmals prüfen. Denn nur so können Fehler, Nachteile für Sie als Betroffene vermieden werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.